Yo, Peace and Justice, herzlich willkommen. DSD Midnight Figure Feature Special. Und zwar aus einem besonderen Grund, wie man jetzt schon sieht hier. Star Wars The Vintage Collection. Und zwar habe ich jetzt gestern, vorgestern mir ein Video angeguckt von der San Diego Comic Con. Ne, die war ja vor 2 Wochen. Habe jetzt halt erst ein paar Videos gesehen und da hat einer halt das Hasbro bzw. Kenner Panel aufgenommen. Und dort wurde halt was Neues angekündigt. Und zwar die Vintage Collection im Jahre 2000. Ab Frühling geht's wieder los. Mit hier, ne, vielen Bewegungspunkten, die heißgeliebten Dinger. Also ich gehe kaputt, ich find's super. War nämlich schade, dass als vor ein paar Jahren nämlich, ne, hier die Classic-Figuren und alles eingestellt wurde. Wie man sieht, Classic Characters, Never Expressed in Super Articulate Format. Reissued the Vintage Collection Figures with Unmet Demand. New Characters from the New Entertainment, also auch neue Sachen wohl. Hammergeil, ich gehe kaputt. Endlich wieder vernünftige, vor allen Dingen vernünftige Karten, ne, die wenigstens aussehen wie früher. Siehe da, guck mal, Force Awakens, Rey, Jakku, endlich. Gut, dass ich sie noch nicht gekauft habe. Und das Geile ist, ne, die haben ja bei 115 aufgehört. Es geht direkt dann mit der 116 weiter. Ja, ich bin gespannt, was alles kommt. Ich freue mich tierisch drauf. Ab nächstes Jahr heißt es wieder Geld sparen. Guck mal da, ein Kylo noch. Gut, die gab es ja schon auf normalen Karten. Aber ist jetzt natürlich schön, dass er jetzt endlich als ja, wieder Vintage Collection kommen, finde ich. Geil ist halt, ne, oder eher traurigerweise, dass ja, es gibt ein paar Customized-Leute, die schöne Karten gemacht haben. Oh, geil, Dr. Aphra kommt auch raus. Sehr schön. Die haben ja noch nicht viel gesagt, nicht viel gezeigt, ne? Außer die Dinger. Guck mal, da sieht man einfach nochmal als Prototyp. Na, da haben sie dann nochmal hier kurz so ein paar Computeranimationen dazu gezeigt. Ey, es wird Hammer. Also mal gucken, ob da auch noch hunderte wieder von rauskommen. Ich hoffe noch ein paar Cantina-Creatures. Guck mal, da noch ein Hoth-Soldier, ein Rebel-Soldier da, ne? Auch schön. Da kann man endlich wieder seine Armies zusammenbauen, was auch immer. Also nicht nur die Black Series, ne, sondern endlich wieder Vintage Collection. Da, große Fragezeichen. Welche Figuren werden noch kommen? Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ja, ihr habt Spaß dran. Da, auch schön. Rogue One halt, ne, gab es ja schon auf den normalen Karten, aber auf Vintage-Karte finde ich es einfach Hammer. Das ist nämlich das Feeling der 70er, 80er Jahre. Ja. Weiß ich nicht, was ihr dazu sagt, halt so, die kleine 3,75 Zoll sammeln, da noch dieser Hover-Dingsbums von Rogue. Wird super, Fahrzeuge kommen dann dementsprechend wohl auch raus. Haben sie angekündigt, wie hier zum Beispiel dieser Hover-Tank. Na, das wird geil. Also, gucken, was noch so an Fahrzeugen dann kommt. Schön in alte Kartons, Vintage Collection hin und her. Ab Frühling 2018 geht's wieder los. Also heißt das jetzt schon mal Geld sparen. Am besten wohl die kompletten Waves kaufen. Weil das sind wenigstens schöne Dinger dann wieder, die man sich hinstellen kann, auspacken kann, aufhängen kann, wie auch immer. Ja, wollte ich euch nur kurz sagen. Habe ich zufällig in so einem Video gesehen. Ich schreibe noch dabei, wo ihr das komplette Video sehen könnt. Ne, da zeigen sie dann auch noch die Black Series, Forces of Destiny Figuren, bla, Sylts, etc. Zieht's euch rein. Vielen Dank fürs Zugucken. Peace out. Bis dann.